Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Hoffentlich kriegen wir jetzt mal Protoss, 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 Protoss. Ich hoffe sehr drauf, denn ich nehme jetzt schon relativ lange auf und kein Protoss dabei bisher heute. Bei meinem Glück bekommen wir jetzt Protoss und der Gegner lief sofort. Mal abwarten. Auf jeden Fall lädt unser Gegner schon mal nicht. Das ist schon mal ein bisschen nervig. Schon wieder Zerg. Was ist denn hier heute los? Ich bin auf jeden Fall jetzt heute schon wieder in einer Phase angekommen, wo ich beim TVT einfach lieben würde. Ich weiß gar nicht, ist das so schlau hier durchzufahren mit seinem Overlord? Denn das dauert ja ewig mit diesen Hemdzonengeneratoren. Schicken den einfach mal hier so hin. Fast schon weiter. Das ist frech. So, da rein. Und Exe vorbereiten. Den zweiten Overlord auch so rumgeschickt. Scheint also nicht das Standardding zu sein, was ich hier mache. So, Exe. Noch eine Drohne, dann Overlord und dann gleich die Queen. Oh, das ist schlecht. Dit ist schlecht. Ich weiß nicht, was für eine Art Push das hier wird. Wäre es auch mal richtig, hier hinzugehen. Hä? Warum ist denn sein Pool so früh dann? Seine Hedge ist so wie meine. Meine Dinge von ihm. Ich weiß nicht, ob er auf Speed wartet. Leider auch den falschen Geysir gescoutet. Oder er hatte gar keinen. Seien wir ehrlich, ich bin etwas irritiert. Was ist denn hier so? Roadshrine in jedem Fall. Den können wir uns auch. Kommen und upgraden. Wir
So, also seine Upgrades werden früher fertig sein als meine. Dafür haben wir eine dritte gleich. Habe ich in der Tank angefangen? Ja. Wir könnten oben das Gas noch nehmen, wenn wir wollen. Ich kann halt auch auf Mutas gehen. Wenn wir Overlords bauen können. Der Overseer. Dann würde ich mir einmal in Anspruch nehmen. So, ich denke, das reicht an Drohnen. Was haben wir denn hier so? Nein, hoch da! Hat einen Leertag. Supply-Block ist etwas nervig. Seine dritte, ich denke, er wird auf plus 1 warten. Das sollte aber gleich da sein bei ihm. Overlords! Da kommt sein Push. 1-0 ist durch bei ihm. Wir werden leider fighten, bevor wir 1-1 haben. Oder, ja. Vermute ich zumindest. Hier gehen wir ein bisschen mehr so. Bisschen mehr gespreadet, damit die Biles nicht gleichzeitig hätten, wenigstens. Tatsächlich lässt er uns hier zu 1-0 bekommen. Das ist etwas irritierend für mich, dass er das tut. Dann grab dich nicht aus. Ja, er geht jetzt auf unsere vierte, ist uns aber jetzt tatsächlich erstmal egal. Weil das hier ist nur die Hälfte seiner Armee. Keine Overs, nicht genug Supply frei. GG. Da war das Problem, dass er seine Armee geteilt hat. Dadurch hat er halt zwar meine vierte gekriegt, die ich leider nicht gecancelt habe. Wenn das gewesen wäre, dann wäre alles sehr gut gewesen. So war es aber auch nicht schlecht, da wir die Natural geblockt haben von seinen Dingen. Wenn die reingekommen wären, wäre es kacke geworden. Protoss, 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 Protoss. Natürlich wieder Zerg. Warum denn nicht? Meine Güte. Kann doch nicht sein, dass wir ständig nur Zerg bekommen. Nee, was mache ich hier? Das war falsch. Bauen soll das Gas aber erst bei 16. Sonst haben wir eine Drohne, die relativ lange weniger meint. Das ist unnötig. So, eine Drohne noch. Komm, eine Drohne noch. Und dann den Pool. Und dann das Gas schicken. Eine
Drohne. Und dann geht's jetzt nach draußen. Ich teste mal, wie das ist, mit der 18er Drohne rauszufahren. Ist das zu spät? Das hatte ich nämlich in einer der letzten Folgen ja als Theorie aufgestellt, dass sie zu spät ist. In der Tat, sie ist zu spät. Merken wir uns fürs nächste Mal, machen wir wieder anders. So. Können wir mal zwei Drohnen bauen. Dann gleich die Queen Speed Overlord. Und ich glaube auch wieder... Hier, so ein Ding machen wir auch erst vorher zwischendurch noch. Wobei, nach Speed. Falls gleich ein früher Push vom Gegner kommt, möchte ich früh genug Speed haben. Nehmen wir uns jetzt erst das, dann den Overlord. Ups, das war noch falsch. Und dann können wir wieder Drohnen. Oh, jetzt kommt hier die Sonne rein. Bisschen schwierig, jetzt noch großartig viel zu sehen. Muss ich auf jeden Fall bis zur nächsten Folge fixen. Falls ich diese hier nicht gewinne, ich denke, wenn ich die hier gewinne, dann war es das erstmal mit dieser Aufnahmesession. Aber dazu muss erstmal kommen. Man weiß ja nie in so einem ZVZ, was da alles auf einen zukommt. So, zwei Dinge. Du kannst übrigens schon mal nach unten laufen. Und wir können auch hier mal den Waypoint einmal aktualisieren. So. Ich denke, wir gehen jetzt auch sofort auf die dritte, weil ich habe das Gefühl, inzwischen spielt man unglaublich schnell die dritte. Oh, schlecht. Nehmen trotzdem die dritte, auch wenn wir dadurch gleich supply-blocked sind. Sich überlebt. Das führt zu einer leichten Umplanung hier. Ich brauche nämlich nicht noch einen Overlord, sondern erstmal noch ein paar Linge und dann Drohnen. Das Blöde ist, wir wissen jetzt nicht so genau, was da so kommt. Habe ich den Bellinges gebaut? Ja. So, also ich brauche auf jeden Fall nochmal vier weitere Drohnen. Overlord. Nochmal ein Overlord, relativ aggressiv nach vorne. Ja, wir gönnen uns jetzt Linge. Ich glaube, es ist an der Zeit für Linge. Ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl gerade. Und auch in StarCraft kommt sehr viel aufs Gefühl an. Wenigen ist möglich. Wir haben uns tatsächlich hier zwei Safety-Bandlinge. Mehr möchte ich nicht bauen, weil das uns eher kontraproduktiv wird. Sobald unser Push kommt. Was mich sehr irritiert, ist, dass hier keine irgendwo eine dritte steht. Jedenfalls nicht, dass wir wüssten. Wir gehen jetzt tatsächlich mal bewusst so rum. Hier ist aber tatsächlich nichts. Spricht spontan eigentlich am ehesten für Mutas. Ich denke, hier wird eine Wall sein. Oh, das ist aber nett hier. Again. Oh. Idee. Da stand der Spire schon, das habe ich doch genau gesehen. Achievement 500 Zerg-Siege. Ich glaube, das wollte mir Blizzard heute gönnen. Deshalb hat er mir ständig Zerg gegeben in dieser Aufnahmesession. Ich lasse es noch einmal Revue passieren. Wir hatten tatsächlich eine relativ ausgeglichene Bilanz. Und mit relativ ausgeglichen meine ich eine komplett ausgeglichene, wobei hier der Gegner gelieft ist. Also streng genommen, ich sage jetzt mal nur, was wir gekriegt hätten. Hatten wir ein TVT, ein ZVZ, also einmal Terran, einmal Zerg. Zweimal Terran, einmal Zerg. Zweimal Terran, zweimal Zerg.
Dreimal Zerg, zweimal Terran. Viermal Zerg, zweimal Terran. Fünfmal Zerg, zweimal Terran. Sechsmal Zerg, zweimal Terran hatte ich in den letzten 8 Spielen. Das nenne ich mal random. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr es dir vollklicken. Und rechts ein Aspekt von mir. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.